Hallo ihr Lieben, heute geht es mir um das Thema Arbeiten mit Behinderung, weil viele Menschen mit Behinderung in einer Werkstatt sind, einfach weil sie körperlich ja beim Arbeiten ihre Grenzen haben, aber dann halt das geistige Know-how ganz oft unterfordert ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meinen Hauptschulabschluss vor 2 Jahren gemacht und ich sitze jetzt seit 2 Jahren nach zu Hause und weiß halt nicht, wohin mit mir. Und das Blöde ist, da ich körperlich mich nicht anstrengen kann, aber früher einen ganz langen Schulweg hatte. Ich bin jeden Tag von Stuttgart nach Ludwigsburg mit der Bahn und einem schweren Rucksack und war dann halt in der Schule oftmals so. Kam schon so müde an, dass meine Psyche irgendwann die Schule nicht mehr gepackt hat. Und dann hatte ich halt irgendwann mal so einen Psychostempel aufgetroffen bekommen, mit dem ich jetzt nirgendwo mehr arbeiten kann. Jetzt soll ich in eine Werkstatt, aber Werkstatt ist für mich ein mal geistige Unterforderung, aber da man da ja basteln, viel baut und so Technisches macht, was ich mit meinen Händen überhaupt nicht hinkriege, bin ich körperlich überfordert, geistig und überfordert. Dann soll ich mir das BHZ zwar angucken, habe aber wieder Angst, dass ich nicht reinpasse, weil ich nie irgendwo reinpasse. Das ist wieder das mit der Zwischenwelt. Für das eine bin ich motorisch nicht in der Lage und für das andere psychisch noch zu instabil. Und deswegen sitze ich jetzt seit fast 3 Jahren hier, habe keinen Job und weiß nicht, was ich tun soll. So viel zum Thema Arbeiten mit Behinderung. Zumindest erstmal aus meiner Sicht.